wenn ihr es wollt. Wir versuchen jetzt mal gezielt den mittleren Raum zum Gehen. Falls dort nämlich... Wie kann ich, wenn ich doch nur so viel für alle anderen Bedürftigen tun könnte. Ich versuch's ja so sehr. Falls da nämlich eine Meute hinter uns auf uns wartet, will ich erstmal nicht in die reinrennen, solange ich nicht das Umfeld sondiert habe. Wie gesagt, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich hier in der Festung war. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Gut. Helft mir bitte. Der Troll wird den jetzt auch wieder erschlagen, ja. Und jetzt kommt er uns hinterher. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen, das ist nichts für die Avariel. Hallo? Komm ruhig her. So. Für die Bedürftigen. Das sollte nicht sein. Ja, Trolle. Ich helfe, wo ich kann. Werde ich gebracht? Jetzt probieren wir es mal mit einer magischen Kugel, aber die bringt nichts. So. Oh, Mist. Ich bin gerne zu Diensten. Okay, der Troll ist wieder aufgestanden. Und der Troll ist tot. Sehr schön. So, dann muss ich jetzt ein bisschen besser aufpassen mit den Pfeilen. Am besten, ich lade gleich nach. So. Euer Wunsch ist mein Begehr. Als Zauberer sollten wir uns für Notfälle aufheben. Okay, da ist eine Treppe nach oben. Lasst mich bitte helfen. Ich versuche immer mein Bestes. Ich warte. Keine große. Den armen Typen hat's erledigt. Ich bin zu allem. Ich werde es natürlich versuchen. Das hier ist die Küche. Trank der Lebenskraft und ein paar Wurfdolche, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, Wurfpfeil der Betäubung. Trank der Lebenskraft. Einf natürlich. Gut. Ja. Nun, gut. Wie kann ich am Nü- Das ist fast unter meiner Würde. Dann vorsichtig hier am Hauptraum vorbei. Wir können mal über den Balkon einen Blick reinwerfen und sehen Trolle. Okay. Das Monster ist heute auf unserer Seite. Und ich kann diesen Troll leider gerade nicht anvisieren, weil er hinten, weil er die Tür im Weg ist. So. Gut. Das heißt, es sind ein paar Trolle da unten. Werde ich gebraucht? Ich warte. Was kann ich tun? Hat noch jemand eine Heilung übrig? Auch nicht wirklich. Ich warte auf euren Befehl. Nö. Ja. Fragt nur. Das waren die Falschen. So. So ist besser.
Weil die kleinen Heiltränke, die bringen hier nicht mehr wirklich viel. Außer, dass wir uns ein kleines bisschen aufputschen können. Lasst mich, war's das schon? Ich hatte auf mehr gehofft. So, dann drücken wir uns jetzt. Okay, die sehen uns. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. So. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Ich bin zu allem bereit. Er ist dem Tode nah. Er ist tot. Ich werde tun, was ich kann. Keldorn hat das jetzt auch ein bisschen angehauen. Oh. Der kommt da unbedingt hier rüber hoch. Der Eistroll. Na, der ist aber schnell gefallen. Oh. Das sollte nicht sein. Da ging ein Pfeil daneben. Wie kann ich? Ich bin gerne zu Diensten. Aber so wie es aussieht, war es das schon da drin. Mit Rollen, aber nicht mit dem da. Was immer ihr wünscht. Ich warte, wenn ihr es wollt. Gut, töten wir den auch. So, der ist jetzt auch weg. Damit sollten wir eigentlich alle Trolle hier erledigt haben. Und auch den Hauptraum geleert haben. Sehr gut. Das heißt, wir können noch in den Raum da reingucken. Dann können wir auf jeden Fall nach oben gucken. Und nach draußen. Wobei draußen gefährlich werden könnte. Ja. Treppe zum ersten Stock. Ausgang zum Hof. Küche. Ausgang nach draußen. Frag, wenn es das ist, was ihr wollt. Ah, noch ein Eistroll. Wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So. Komm, ruft euch zu sich. Okay. Wir haben ja zum Glück noch mehr als genug Feuerpfeile und zur Not haben wir noch Säurepfeile. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Lasst mich bitte helfen. Ich habe gerade irgendwas gehört. Ich habe halt nicht mehr in Erinnerung, ob hier drin Gegner respawnen können oder nicht. Weil das hatten wir ja schon in vielen, im ersten Teil an vielen Stellen und auch jetzt im zweiten Teil der Kanalisation. Okay, hier scheint alles sicher zu sein. Oh, Pfeile, die kommen mal mit. Bisschen Geld. Du bist verschlossen. Ein Grünspanring. Oder Grünsteinring, besser gesagt. So. Okay. Ah, Schleuderkugeln. Für Airy. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Bresche. Und Schutz vor normalen Waffen. Bresche ist ein 5er Spruch. Den haben wir kopieren können. Schön. Und so Pfeilsachen packen wir mal zu ihr. Dass sie die Schriftrollen behalten kann.
Ich bin zu, wenn ich doch nur so viel für alle anderen Bedürftigen tun könnte. Ich versuch's ja so. Die Latrine. Ein Sternsaphir auf der Latrine. Okay. Das war, glaube ich, schon das Erdgeschoss. Die Kiste da, hatten wir die schon? Ja. Ach, da waren die Schleuderkugeln drin. Keine große Herausforderung. Gut. Erdgeschoss wäre sicher. Wir könnten also. Ich bin bereit. Fragt nur. Hier zur Not rasten. Und ich schlage. Nun gut. Oh, wer hat dich denn hier reingelassen? Also, das ist wieder ein Otyuk. Oder wie man die Jungs auch immer ausspricht. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Die Rache ist mein. Ja. Was möchtet ihr? Na, Kaldorn ist krank jetzt. Ja, wir sollten drinnen einen Platz zum Rasten suchen, eigentlich. Bevor uns Kaldorn hier nämlich noch umkippt mit seiner Krankheit. Ich warte. Weil ich glaube nicht, dass Gift verlangsamt die Krankheit wegmacht. Nein. Erzählt mir mehr davon. Okay. Ja, keine große Herausforderung. Wir können uns trotzdem mal weiter umgucken. Runde. Und noch ein Eingang. Ja, die Hunde könnten wir theoretisch. Töten. Und ich weiß nicht, warum die Hunde hier so komisch aussehen. Die hatte ich nämlich auch nicht so in Erinnerung. Ah, Kaldorn hat endlich die Krankheit verloren. Ihr, Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! So, hier könnte ich theoretisch die Zugbrücke runterlassen. Hier kann ich leider nicht weitergehen. Gut. Meine Gruppe sieht eigentlich noch dementsprechend okay aus. Ja, die Hunde könnten wir theoretisch töten, um das an das Fleisch zu kommen, dass wir dann diesen Viechern verfüttern könnten, die unten den Kerker bewachen. Aber... Nun gut. Was habe ich jetzt erstmal nicht nötig? Ich denke mal, wir unten sind wir fertig. Ihr müsst. Ja, ich weiß, dass ich meine Gruppe sammeln muss, um nach oben zu kommen. Wenn wir einen Weg in den Keller und dann Thorgal finden wollen, müssen wir zuerst das Schlafgemach meiner Tante finden. Dort gibt es einen Geheimgang, der zum Eingang des Kellers führt. Mhm.
Neues über die Festung. Wo steht's denn? Nalia erzählt. Ah ja, hier. Nalia erzählte mir, dass wir am besten durch einen Geheimgang im Schlafzimmer ihrer Tante im zweiten Stock ins Verlies der Festung gelangen würden. Was immer.